Wir haben Montag mittlerweile, 11.12.2017, es ist 1.56 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BurnArtTV hat 962 Abonnenten und 159.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Ja, in der heutigen Folge geht es um die, um den Zwischenstand beim BurnArtTV Bundesliga-Tippspielrunde 15, liebe Leute. Ich habe euch vor, wann war das? 2 Stunden habe ich alles ausgewertet, so Punkte geschrieben. Ich bin gerade ein bisschen verplant, ja. Aber gut, das macht absolut nichts. Mein Schlafrhythmus, der. Ich weiß nicht, was abgeht, Alter. Ich weiß nicht, wo wir gerade uns befinden, in welchem Jahrtausend, aber ist okay, ja. Ich habe diese Punkte gemacht, ich habe sie euch mitgeteilt, ja. Das war wieder, ja. Es war ein Spieltag, wie soll ich sagen, ja, es gibt ein, zwei Leute, die haben unglaublich gepunktet, ja, der Großteil hat aber unglaublich auch verkackt, ja, es gibt sogar 2, 3 Leute, die 0 Punkte gemacht haben, ja, aber was soll ich sagen, es ist ein Spieltag, der hatte seine Tücken, ja, aber ich sage euch auch ganz ehrlich, Köln, ja, also, was sagt man denn, ja, mein Beileid, ja, oder was, also, 3-0 führen, ja, und dann 3-4 verlieren. Das, ey, ich wünschte, ich hätte irgendwie, ich wäre gerade da irgendwie Tipico live, ja, bei 3-0 noch auf Freiburg tippen, ja, boah, Alter, ich hätte jetzt die Sendung aus Miami Beach gemacht, glaubt mir, ja, so, egal, jedenfalls, ja, was geht ab, ich bin, wie gesagt, ja, hier die Dings. Ich sag mal, wie viele Spieler wir hatten, ja, ich zähle mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Mitspieler, ganz tolle Sache, ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen, wir hatten 3 neue Mitspieler am Start, richtig cool, ja, das freut mich sehr, es freut mich generell, ja, weil es ist eine geile Sache, so, dieses BurnArtTV Bundesliga-Tippspiel, Alter, ich sitze hier, letzte Spaß in meinem Crackzimmer, ja, mache jede Woche diese Folge, sagst du hier, was geht ab, ja, so, meine Tipps und so, wenn ihr Bock habt, spielt mit und so, ey, und ich spiele die ganze Saison schon, letztes Jahr ja auch schon, aber diese ganze Saison spielen immer so 30 bis 40, 50 Leute mit, brutal, Alter, das ist einfach geil, das macht mir richtig Spaß, ja, auch wenn es mich manchmal abfuckt, euch die ganzen Punkte zu schreiben, ja, es ist schon 2, 3 Stunden Arbeit, so diese ganze Scheiße zu machen, Tabelle aktualisieren und so, aber egal, am Ende des Tages macht es auch Spaß, Alter, meine Nase ist verstopft, ich krieg das nicht weg, die war kacke hier, egal, nichtsdestotrotz, ja, ich begrüße 3 neue Mitspieler bei uns, neue Player im Game, es ist jetzt, bitte verzeihen Sie mir, ja, dass ich diesen Namen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht korrekt aussprechen werde, ja, Kalaschnikapo, Kalaschnikapo, ja, Tavlov, ja. Sie haben 3 Punkte gemacht, mein Lieber, es würde mich sehr interessieren und auch freuen, wenn Sie mir sagen, wie man Ihren Namen aussprechen würde, ja, Thorben Witzki, ja, ich hoffe, Sie sind verwandt mit Dirk Nowitzki und der soll mal sagen, hier, Leute sollen BurnArtTV abonnieren, ja, machen Sie das, ja, holen Sie mal den Dirk Nowitzki, Herr Witzki, ja, und er soll das machen, vielen Dank, und André Liby, ja, 7 Punkte. Thorben Witzki hatte 4 Punkte, ja, André Liby hat 7 Punkte, der Dreh 17, ja, kam letzten Spieltag aus dem Nichts, ja, hat ja schon mal bei uns mitgespielt, war dann weg, ist wiedergekommen, letzten Spieltag schon gar nicht mal so verkehrt gepunktet, ja, und hat jetzt einfach 15 Punkte gemacht, meine Damen und Herren, ja, eher meine Herren, ja, Damen gibt's hier nicht, ja, aber gut, 15 Punkte, ich gratuliere, ja, weil, ey, ganz ehrlich, ich tippe, also ich werte ihre Punkte aus, und ich sehe so, erstes Spiel, Punkte, zweite Spielpunkte, dritte Spielpunkte, vierte, fünfte Spielpunkte. Normalerweise so erstes Spiel Punkte, zweites, drittes Spiel nicht, drittes Spiel nicht, vierte Punkte, ja. So, aber bei ihnen war ja fast ein Nebenspiel was zu holen, ey, wirklich. Sie wissen, 15 Punkte war der ehemalige Rekordheber BurnArtTV, wurde ja geknackt hier, 16 Punkte. 15 Punkte ist brutal, ey. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie dann noch 2 Punkte mehr geschnappt hätten, das wäre geil, aber gut. Dennoch, 15 Punkte, ich gratuliere, krasse Leistung, ja. Alex Schöne, 9 Punkte, Alexander Groß, 5 Punkte, Zockercast 2, Minus, mit dem Minus, ja, 6 Punkte, Ibratuha, 47, 2 Punkte, TGCGN, 4 Punkte, will wissen, was läuft, 5 Punkte, Random L, Minus, 4 Punkte, Fußball World 6 Punkte, The Goal 3 Punkte, Don Danielo 10 Punkte. Ja, sie, Maschine, ja, letzte Runde auch schon dicke Punkte. Ja, ich gratuliere. 10 Punkte. Ja, es ist natürlich 15 Punkte, der Dre, das hat jetzt mal keiner so schnell nachgemacht. Es gab 3 extra Punkte natürlich, das sind bei den Tippkönigen, ja. Genauso gilt das für Don Danielo, Platz 3 mit 10 Punkten, ja. Tim Pohl, 4 Punkte. Elkin 25, 6 Punkte. Das aktuelle Sportwetter, 9 Punkte. Ich gratuliere, ja, klettert wohl jemand in der Tabelle, während ich hier am Abkacken bin, ja. Johnny, 6 Punkte, Jan Niklas Baumgarten, 7 Punkte, Victor SGE, 5 Punkte, Nils, 2 Punkte, der verrückte Professor, 13 Punkte. Stabile Leistung, 13 Punkte, wirklich, gratuliere, Platz 2 bei den Tippkönigen, gibt 2 Punkte extra. Nico Nico, 4 Punkte, Philipp K., 0 Punkte leider, ja. Martin S., 8 Punkte. René Borlinghaus, 10 Punkte. Ich gratuliere, auch Tippkönig. Platz 3 gab einen extra Punkt. Tim Möller, 1 Punkt. Kanus, 5 Punkte. Gary White, 5 Punkte. J7, 3 Punkte. Huiwurf, 1 Punkt. Rinker, 6 Punkte. Forza SGE, 0 Punkte, ja. Also, das ist natürlich scheiße. Das ist blöd gelaufen jetzt. Also ich hab meinen Augen nicht getraut. Ich habe wirklich bei ihnen habe ich 4-mal jedes Spiel kontrolliert, dass ich nicht auch einen Fehler mache, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht keinen gemacht, ja. Wenn doch, sagen sie mir, aber 0 Punkte. Schade, auf jeden Fall, ja. Marco oder German Englishman, 9 Punkte, ja. Und seitdem ich sie hier ein bisschen angezählt habe, seitdem ich ihnen gesagt habe, sie gehören weiter nach oben in der Tabelle, läuft bei ihnen, ja. Jetzt klettern sie, ja, prächtig, ja. Lassen mich da alleine in deren Mittelfeld zurück und, ja, so sind sie also, ja. Ruben SGA 5 Punkte und ich auch, verdammte 5 Punkte nur, ja. Ey, wann habe ich dieses Video angefangen? Habe ich noch Zeit? Weil ihr wisst, nach 12 Minuten geht die Kamera mal aus, ich habe keinen Bock, so ein Stopp zu machen, weiterzumachen, dann muss ich mehr Scheiße machen, ja. Komm, wir knallen jetzt einfach die Tabelle durch, so ganz schnell, ja. Weil wir machen jetzt das BurnArtTV Bundesliga-Tippspiel, ja, die nächste Runde, wir haben englische Woche, habe ich komplett, hat mich gerade auch überrascht, machen wir mal gleich im Anschluss auch, ja. So, was heißt mich überrascht? Ich wusste es natürlich, ja. Ich vergesse alles, ja. So, also, Tabelle geht ganz schnell, ja, Platz 35, Kalaschnikapo, Tavlov, ja, sagen Sie mir einfach, ja, 3 Punkte. Thorben Witzki, 4 Punkte. André Liby, 7 Punkte. Achso, Platz 35, 34, 33 war das, ja. Platz 32, Alex Schöne, 16 Punkte. Platz 31, Urin stinkt und Soccercasts, 2, mit jeweils, 18 Punkten, ja. Platz 30, Alexander Groß, 21 Punkte. Oh, das ist zu klein für meine Augen. Ja, ich muss groß machen. Ah, dann sehe ich die Plätze nicht. Verdammt, ich muss wieder klein machen. Ich bin ein Spaß. So, Platz 29, King Mahame mit 24 Punkten. Platz 28, der Dre 17, ja, was ein Sprung nach 2 Spieltagen, ja, 29 Punkte. Ey, das ist ja fast 15 Punkte im Schnitt, das ist unglaublich, ja. Platz 27, Saufel mit 31 Punkten. Platz 26, VTB, Clash-Fan, 36 Punkte. Platz 25, CC04 mit 43 Punkten. Platz 24, Ibratuha 47 mit 51 Punkten. Platz 22, Tim B mit 71 Punkten. Mein Lieber, Sie haben jetzt auch schon lange nicht mal mitgespielt. Ich hoffe, das wird sich ändern jetzt bald, ja. Platz 21, René Borlinghaus mit 78 Punkten. Platz 20, BurnArtTV und Jan Niklas Baumgarten, 85 Punkte. Ja, das ist 85, ja. Das ist Blamage, Alter. Für sie nicht, Herr Niklas Baumgarten, für mich, ja. Für sie ist, wie sie möchten. Das können sie selber ein Ziel stecken, ja. Mein Ziel ist es nicht, da rumzudümpeln im Mittelfeld, ja. So, Platz 19, Gary White, 88 Punkte, mein Lieber, nur noch 3 Punkte. Ich komme, ja. Platz 18, Fußball World, 91 Punkte. Platz 17, Tim Pohl, 92 Punkte. Platz 16, erste Tabellenhälfte, Benjamin Schweizer und Philipp K. mit jeweils 94 Punkten. Platz 15, Tim Möller und The Goal mit 96 Punkten. Platz 14, Marco oder German Englishman mit 99 Punkten, mein Lieber. 1 Punkt entfernt von der 100. Ich bin mir sicher, das wissen Sie, ja. Okay, Platz 13, Random L minus Don Danielo, 100 Punkte. Platz 12, Ruben SGE und Kanus mit 102 Punkten. Platz 11, Huiwurf will wissen, was läuft, 103 Punkte. Platz 10, Martin S. mit 104 Punkte. Oh, es ist so knapp, alles beieinander. Platz 9, der verrückte Professor hat sich da nach oben geschlichen, ja, mit 106 Punkten. Platz 8, Victor SGE, 108 Punkte. Platz 7, Elkin 25 mit 112 Punkten. Platz 6, Nils und J7 mit jeweils 113 Punkten. Platz 5, Forza SGE mit 114 Punkten, Platz 4 Johnny mit 117 Punkten, Platz 3 teilen sich Johnny Oft und Nico Nico mit 121 Punkten. Mein lieber Herr Johnny Oft, ja, ich habe mehrmals nachgesehen, ja, ich habe zwar einen Kommentar von Ihnen, dass der Spieltag irgendwie scheiße war, ja, aber ich habe keine Tipps von Ihnen erhalten. Ist das korrekt? Da haben Sie keine abgegeben? Oder manchmal macht YouTube degradiert Tipps zu Spam oder sowas, ja, und ich habe auch danach geguckt, da war auch nichts, ja. Also, falls da jetzt irgendwie ein Problem oder ein Fehler passiert ist, sagen Sie das bitte, ja. Platz 2, das aktuelle Sportwetter, haben sie sich dann nach oben geschlafen, ja, ich weiß nicht mit wem, ja, aber anscheinend funktioniert das, ja, sie punkten ja, ich weiß auch nicht, wie sie punkten einfach wie jemand, der anscheinend doch Ahnung hat, ja, also sie haben Ahnung, ja, aber fundierte Ahnung, begründete Ahnung, gute Ahnung, ja, nicht so wie ich, ja, ich sag ja nur, ich hätte Ahnung, ich habe eigentlich keine Ahnung, ja, ich spiele Badminton, das ist mein Sport, ja, nicht Fußball, verdammte Scheiße, ja. Ja, ich gratuliere Platz 2, das aktuelle Sportwetter, 122 Punkte, toll, ja. Platz 1, Rinker, 129 Punkte, Maschine, Maschine, ey, 2 Spieltage noch, ihr wisst Bescheid, Platz 1 kriegt am Ende der Hinrunde ein Bulbo Family T-Shirt, ja, das ist ganz toll, natürlich will ich ja Fotos haben mit dem T-Shirt, ja, ist ja klar. So, in diesem Sinne, ja, das war's, ciao, ciao, wir machen jetzt Weihnachten vor Bundesliga-Tippspiel, haut rein, viel Spaß und noch weiterhin, das, ja, es geht weiter, wir machen jetzt bam, 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 ich freue mich auf nächste Runde, ja. Hoffentlich punkte ich mal wieder, ja, ciao jetzt.